ne? Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Naja, Sie wissen von dem Maulkorb, der Ihnen vom Rat verpasst wurde. Was für ein Maulkorb? Sie verdienen es, zu erfahren, womit wir es zu tun haben werden. Sie stehen auf Ihrer Seite. Sie regen sich auf über den Widerstand, auf den wir stoßen werden. Besonders von unserer Seite. Ich könnte besser damit umgehen, wenn mein Kopf endlich aufhören würde zu brummen. Das L2 muckt schon wieder. Haben Sie mal daran gedacht, sich nochmal unters Messer zu legen? Vielleicht für ein Upgrade? Nein, danke, Commander. Ein falscher Schnitt und man erinnert sich nicht mal mehr an seinen eigenen Namen. Die L2 sind sowieso besser. Meine Fähigkeiten würden sich mit schmerzfreien L3 verringern. Und es muss schon einiges passieren, bis ich mich in der Connetics-Filiale ausliefere. Ich habe lange nichts von Connetics gehört. Ja, die sind sang- und klanglos verschwunden. Nachdem sie das Training auf Jump Zero versaut haben, sind sie in mehrere kleine Firmen aufgespaltet worden. Nach dem ersten Kontakt bekam Connetics den Auftrag, E-Zero-Belastung nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Connetics Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Die einzigen Experten hätten Aliens sein können. Exakt. Turianer, um genau zu sein. Aus dem Grunde behandelte Connetics das auch vertraulich. Sie hatten Angst davor, was die Leute daheim darüber denken könnten. Die Turianer um Hilfe zu bitten, wo wir doch gerade erst einen Krieg mit ihnen beendet hatten. Die Asari hätte man eher akzeptiert als die Turianer. Ja, aber die Firma ist nicht den Weg über die Zitadelle gegangen. Das hätte die Erde schwach aussehen lassen. Daher heuerten sie einfach insgeheim einige turianische Söldner an. Haben Sie sich die Knöchel einige Male poliert, Lieutenant? Ja, das könnte man so sagen. Unser Trainer war ein Turianer namens Commander Vernus. Ein echter Schinder. Er hatte eine Art Freifahrtschein, uns zu brechen, wenn dann aus uns ein passabler Biotiker würde. Von da ab schaukelte es sich irgendwie hoch, Commander. Musste er sich nie dafür verantworten? Doch, das musste er. Aber wie alles andere auf Jump Zero fiel auch das unter den Tisch. Je weniger gesagt wurde, desto besser. Ist ja auch egal. Das ist Schnee von gestern. Ich habe es vor langer Zeit überwunden. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern, Commander. Wir sind hier, um Geschichte zu machen, nicht um sie aufzuwärmen. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens? Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Gut, ich finde die Aussage von Kaidan gar nicht so übel. Also ist gar nicht so dumm. Wenn man, also man, die waren ja wirklich nicht dabei, die Menschen damals. Und deswegen ist es natürlich schwierig, da wirklich Aussagen zu treffen und eine Einschätzung treffen zu können. Aber wie ich schon gesagt habe, es war halt schon von vornherein ein Ausschlusskriterium, sie zu töten, die Königin, weil das einfach nicht der Weg sein kann. Wäre natürlich noch die Frage gewesen, lässt man sie erstmal in Gefangenschaft und unter Beobachtung, sodass sie kontrolliert leben kann, oder tötet man sie? Genau, und das andere, was mir noch einfällt, weil Kaidan gerade von einem turianischen Ausbilder gesprochen hat, es gibt noch ein anderes DLC. Ich hatte mal gesagt, dass es nur eins gibt, nämlich das Bring Down the Sky oder Kollisionskurs. Es gibt aber noch Pinnacle Station, heißt es, glaube ich, oder Pinnacle Station. Dort geht es aber nur darum, dass man auf einer Station ist, auf der ein turianischer General ist, aber kann ich gleich noch erzählen. Commander? Erstmal zu Ashley. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher. Ich sehe mir nur die Post von zu Hause an. Oh, warte mal. Wir haben Kaidan in einem Video über die Normandie gesehen. Ziemlich schnuckelig. Mach's gut, Schwesterchen. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Tja, das ist schon zu spät. Interessieren Sie sich für den Lieutenant, Chief? Natürlich nicht, Sir. Verbrüderung ist gegen die Regeln. Was liegt an?
Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Wir sind nicht mehr bei der Allianz. Hier gibt's keine Regeln dieser Art. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Hat Ihr Vater bei der Flotte gedient? Ja. Er hat jeden Scheißposten angenommen, der ihm angeboten wurde, nur um in den Weltraum zu kommen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um etwas Anerkennung zu bekommen. Aber er kam nicht über den Soldat dritter Klasse hinaus. Er war unglaublich stolz, als ich Chief wurde. Als erstes hat er vor mir salutiert. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie haben sie nie erwähnt. Sie wissen doch bestimmt, wie Ehefrauen von Militärs so sind. Sie sind stark, weil sie es sein müssen. Sie müssen die Kinder großziehen, während der Mann auf 6-monatige Dienstreisen geht. Sie hat einen Abschluss in planetarer Geologie. Sie wollte wie mein Vater neue Welten entdecken. Aber sie hat ihre Karriere aufgegeben, um uns großzuziehen. Sie haben mehr als eine Schwester? Klingt nach einer großen Familie. Ja, ich bin die Älteste. Dann kam Abby und dann Lynn. Sarah ist die Jüngste. Sie geht noch zur Schule. Mein Vater sagte immer, er fühle sich bei 4 Mädchen zu Hause öfter unterlegen als bei Manövern. Wo sind Sie aufgewachsen? Überall. So wie Sie, schätze ich mal. Bevor ich die Grundschule abgeschlossen hatte, waren wir bereits ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Man geht dahin, wo einen das Oberkommando hinschickt, nicht wahr? Darum stehe ich meinen Schwestern wahrscheinlich auch so nahe. Wir mussten unsere Freunde alle 2 oder 3 Jahre wieder verlassen. Ich bin zwar ein Einzelkind, kann's mir aber gut vorstellen. Es kam nur sehr selten vor, dass meine Mutter und mein Vater zu Hause waren. Ja, Militärfamilien, was? Bei einem solchen Tagesablauf ist es ein Wunder, dass überhaupt noch Kinder auf die Welt kommen. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Klingt ziemlich interessant. Möchten Sie es mir erzählen? Sarah hatte einen Freund, der die Sache schneller angehen wollte als sie, Mike. Sie hielt ihn für keinen üblen Kerl. Er setzte sie aber unter Druck. Lynn schickte mir diese besorgten Videonachrichten. Und ich sagte ihr, sie solle sich beruhigen. Wo waren Sie, als das alles passierte? Ich war im aktiven Dienst. Sarah macht in dem Jahr ihren Schulabschluss. Das ist alles erst einige Jahre her. Sie waren auf Amaterasu. Ich war damals auf Chernobog stationiert. Ist derselbe Cluster, aber ein Dutzend Lichtjahre entfernt. Nah genug, um regelmäßig miteinander zu reden, aber zu weit weg, um im Notfall schnell hinfliegen zu können. Ich konnte mir keinen schnellen Flug leisten. Das klingt, als wäre dann etwas passiert. Mike hatte mit ihr einen romantischen Spaziergang im Wald gemacht. Er war nämlich der Ansicht, es wäre Zeit, dass sie es endlich tun. Also schleuderte sie Mike in den nächstbesten Baum und rannte weg. Sie hatte nicht mal einen Kratzer. Gut, dass unsere Eltern uns alle Selbstverteidigung gelehrt haben. Ich ließ mich ein paar Tage beurlauben und brachte Sarah zur Schule. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Sarah meinte, dass dies das wirkliche Problem auch nicht lösen würde und sie und Mike dann nur in aller Munde wären. Es war eine sehr kleine Kolonie. Ich fand, es war ihre Entscheidung und dass wir ihr ihren Willen lassen sollten. Meine Mutter war deswegen ziemlich sauer. Sie sagten, alle ihre Schwestern hatten Selbstverteidigungskurse. Lynn hatte sogar Schießunterricht, aber das gefiel mir nicht. Sie ist ziemlich nervös. Sarah machte Aikido. Abby entschied sich für das Schwert. Sie war schon immer ein wenig seltsam. Sie mag riesige Röcke und Blusen, in denen man sie suchen muss. Allerdings schmeicheln sie ihrer Figur. Und was haben Sie gelernt? Ein Freund meines Vaters hat mir beigebracht, wie Marines kämpfen. Sie sagten, alle ihre Schwestern hatten Selbstverteidigungskurse. Lynn hat es... Abby und... Gut, allerdings schmeicheln sie ihrer Figur. Und weiter geht's mit der Geschichte. Was ist aus Mike geworden? Ist irgendetwas passiert, während sie zu Hause waren? An meinem letzten Tag dort hat Mike auf uns gewartet. Sarah hat es ihren Freunden erzählt. Daher wusste in der Schule jeder, was er getan hatte. Er war nicht sehr glücklich darüber. Ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerrissen. Aber Sarah blickte mich auf diese ganz bestimmte Weise an. Diese, lass mich das erledigen, ich muss das allein machen, Weise. Sie blieb ganz cool, als er sie anschrie. Sie ließ ihn einfach gewähren. Dann versuchte er sie zu schlagen. Ich schwöre Ihnen, sie flog nur so um ihn herum. Dann lag er auch schon mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig und alles war voller Blut. Das ist unglaublich. Sarah muss ebenso gut sein wie Sie. Sie ist besser. Ich schlage im Grunde genommen immer nur geradeaus. Als er ausholte, war sie... Da war sie schon gar nicht mehr da. Und er fiel hin. Sie half ihm, die Blutung zu stoppen. Und
ließ mich einen Krankenwagen rufen. Sie sagte den Sanitätern, er wäre hingefallen. Bevor man ihn ins Krankenhaus brachte, berührte Mike Sarahs Arm. Ich dachte schon, er würde gleich wieder am Boden liegen. Aber er ließ den Kopf hängen und flüsterte, es tut mir leid. Und dann fing er an zu weinen. Und sie nahm ihn in den Arm. Wir Williams-Frauen sind ziemlich entschlossen, Commander. Wenn wir bereit sind, tun wir die Dinge einfach. Nicht früher und nicht später. Was hat Ihr Vater während der ganzen Zeit gemacht? War Ihre Familie nicht in seiner Nähe stationiert? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen, habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie Poesie zitieren. Nur weil ich Ihnen aus 100 Metern Entfernung zwischen die Augen schießen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sowas nicht lese. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Sicher nicht. Jeder hat das Recht zu glauben, an was er will. Das steht auch in der Charta der Allianz, nur in schöneren Worten. Ich bin froh, dass Sie in der Beziehung aufgeschlossen sind. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Okay, der Senken, dass sie noch irgendwas Chief. Hat. Sir. Gut, da haben wir mal die etwas schönere Seite von Ashley kennengelernt. Sie ist eben ein sehr starker Familienmensch, was ich sehr schön finde eigentlich. Und vor allen Dingen ist sie auch sehr gläubig. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass sie, nicht dass sie gläubig ist, aber sie verlangt Toleranz, was den Glauben angeht, ist aber selbst gegenüber den Aliens doch mal so ein bisschen intolerant und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also, das ist ein bisschen merkwürdig, ansonsten sie ist eben eine sehr starke Frau. Den Hintergrund haben wir jetzt auch kennengelernt, warum das eigentlich so ist und dass das bei ihr auch in der Familie liegt. Ist eben ein Mensch mit Charakter und deswegen mag ich sie auch mehr als Kaidan. Sie hat halt ihre Ecken und Kanten. Aber sie hat den Charakter. Kaidan aber hat keinen so wirklich. Also über ihn erfährt man nicht allzu viel. Und die Geschichte, die er da zu erzählen hat, ist auch nicht so besonders. Deswegen mag ich Ashley weitaus mehr. Und auch mit Lyra ist es so, die hat auch nicht so unglaublich viel Charakter. Auch wenn sie sich dann doch ganz schön verändert. Aber da mag ich Ashley dann doch ein ganzes Stück mehr, weil sie eben doch schon Charakter hat. Auch wenn man mit dem immer mal wieder aneckt. Und das eben doch nicht so vollends passt. Aber so ist das eben mit den Menschen. Ne? Man muss ja nicht in jeder Hinsicht gleich sein. Genau. Mit dem DLC, das sage ich glaube ich gleich noch, was ich vor dem Gespräch mit Ashley sagen wollte. Wobei, wenn ich hier noch lange stehe, heißt also Pinnacle Station oder Pinnacle Station und spielt nur auf einer Raumstation der Turianer, auf der man einen General beeindrucken muss, der nicht glaubt, dass die Menschen kämpfen können. Dort gibt es nur Arena-Kämpfe in verschiedenen Versionen und das ist alles. Den kann man auch nicht jetzt mehr kaufen. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen.
Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar extra Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Was für eine Fracht war dort an Bord? Was hatte Saren dort gesucht? Keine Ahnung. An Bord habe ich nur Nahrungsmittel und Medizin gesehen. Es gab auch ein paar einfache Waffen, aber nichts Besonderes. Wenn auf diesem Schiff etwas Wertvolles gewesen ist, habe ich es nicht gesehen. Darum habe ich die Sache auch nicht vorher erwähnt. Wem gehörte das Schiff? Es war ein Volus-Frachter, und zwar ein großer, mit vielen Wachen. Aber gegen uns hatten sie keine Chance. Und das war das einzige Mal, dass sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Das kennen wir schon. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind schade, zu weit verteilt. Ja, niemand brauchst du gar nicht weiter daran interessiert. Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen. Ja, aber nur wir sind. In also dem Fall ziehen wir los. Wir lassen Angst, uns anheuern Rex und die meisten Leben von uns gerettet, kehren nicht zurück. Ich hätte gedacht, dass einem Krieger wie Rex die Angst mal das Leben retten würde. Tja, ist auch interessant. Er kennt Saren schon. Gut, und damit gehen wir zu Garrus, denn auch der hat eine neue Geschichte für uns zu erzählen. Das wird auch ein bisschen länger, als das bei Rex der Fall war. Mit dem Marco können wir nichts machen. Auf zu Garrus.